Total und recht herzlich willkommen, heute nicht als Star Wars Show. Die Star Wars Show ist beendet, euer Medienkanzler ist wieder da, weil es gibt auch keinen Captain Rex bei den Rebels. Ich werde als Medienkanzler schätzungsweise zum Rebell. Wie die Sendung werden wird, weiß ich nicht, so wird eine satirische Mediensendung, das wird eine Sendung, ein Magazin. Ich habe hier einen sehr schweren Fall, ich hatte letztens mal über die Stromabzockung, die meine ich ernst, berichtet. Ich habe mir die Protokolle, ich habe mir die Gerichtsurteile, ich habe mir alles angesehen, denn ich habe eine Vollmacht, da mal zu intervenieren, mal nachzufragen und so weiter. Natürlich entscheide ich, ob das eine Sendung wird. Ich entscheide, ob Akte 2017 Sat 1 es bekommt oder Quer. Aber Quer geht leider nicht. Meine lieben Kollegen von Quer, BR, Bayerischer Rundfunk, ich glaube, ich ziehe um, ich gehe nach Bayern. Aber es klappt leider nicht. Ich lebe hier in NRW. So, Sondersender NRW TV, Ultra HD, Web TV, YouTube-Kanal. Begrüßt euch total recht herzlich, euer Medienkanzler. Ja, der Medienkanzler ist wieder da. Einige hatten mich ja auch schon besucht, meine lieben Freunde. Ich kann nicht alles, das geht nicht. Aus Sicherheitsgründen geht es nicht. Ich habe so viele Fälle hier. So viele Fälle. Meine lieben Lemminge, mit einem Kreuz im Kreis bildet man keine Regierung. Aber ihr Lemminge, ihr Deutschen, ihr wirtschaftliche Demokraten, ja, wir leben in einer wirtschaftlichen Demokratie, wo jeder Recht kaufen kann, der genügend Geld hat. Der kriegt die Rechte, das glaubt ihr. Ihr könnt ja Rechte kaufen, dann fällt euch einfach nur bezahlen, dann läuft sie dran. Ich habe eine tolle Geschichte für euch, die Abzocke der Stromanbieter. Also erstmal begrüße ich total und recht herzlich Bayerischen Rundfunk. Quer, ich mag die Sendung sehr, die gefällt mir, die ist wunderbar in Szene gesetzt. Da wird wunderbar gearbeitet, es ist harte Arbeit, das so hinzubekommen. Wie die es hinbekommen, ich finde das auch zum Schluss sehr gut. Mit Herrn Seehofer und natürlich mit Herrn Stäuble. Söder. Okay. Lieber Herr, wir sind ein Magazin des Bayerischen Rundfunks und unsere Beiträge beziehen Sie auf Fälle hier im Bundesland. Ja, jetzt haben wir es. Seht ihr? Man kann einfach nicht so einen Beitrag. Das hat auch einen tierischen Grund, warum ich das jetzt hier heute so mache. Ich muss mir nämlich wieder was einfallen lassen, weil YouTube ja auch schon sich gemeldet hat. Ey, du musst andere Beiträge machen, weil die anderen Firmen sonst das nicht kaufen können. Na? Unsere Sachen hier werden ja verkauft, wir wollen ja auch Geld verdienen. Gut, ich habe jetzt eine Zeit lang nichts gemacht. Okay, Star Wars Show ging, ist klar. Haben einige schon genommen, überwiegend Gamer oder Kino, wenn ihr vorne die Werbetrailer seht. So, jetzt muss ich natürlich was machen. Es geht mir an sich gar nicht darum, eine Sendung zu machen, um Geld zu verdienen. Es geht mir darum, eine Sendung zu machen, um euch, ja, um euch zu helfen. Euch, die etwas Älteren, nicht die, die 1980 geboren, die jetzt das Sagen haben. Nicht die YouTuber zwischen 14 und 24 bei Funk, ARD, ZDF. Nein, ich will die Richtigen, die ihr Alter haben, ab 45, 55 aufwärts. Den möchte ich gern, YouTube-Kanal, Netflix, Amazon, wie alles heißt, Streaming-Fernsehen in dieser Sendung dann nicht verklickern, aber auf den Sprung bringen. Dann 10, 20, 17 sind wir alle digital, wir gehören irgendeinem Anbieter an, der eine bei Kabelnetz, der andere Unity Media, der andere Deutschnetz, wir bei der Telekom, wir sind digital, alle. Seit 10, 20, 17 sind wir alle digital. Alle Bundesbürger rauschen jetzt durch den sogenannten Datenhighway Voice over IP. Nicht alle, einige haben noch, wenn die damit arbeiten können, aber wir hatten eine Wahnsinnsanlage, eine ISDN-Anlage mit 17 Rufnummern. Wir wurden gekappt. Wir haben jetzt diesen Router da, hatte ich euch auch gezeigt. Ich habe auch gezeigt, wie die Telekom gearbeitet hat. Ich hatte irgendwie nur einfach, ich war nicht müde oder so. Aber ich hätte gar keine Lust, jetzt als Moderator hier, als euer Medienkanzler, eine Sendung zu machen, damit auch noch Geld zu verdienen. Aber wird kommen. Also wie gesagt, auf die Kulisse könnt ihr euch nicht mehr so einschießen. Das wird jetzt so langsam verkauft. Gestern ist der Malak gegangen für wenig Geld. Dann ist Malak ist weg, Old Republic. Dann noch ein paar andere, ne, die das jetzt hier sehen. Ich hoffe, ihr habt mit dieser Figur Spaß, ihr wisst Bescheid. Aber wir bleiben jetzt beim Thema neues Magazin. Ich versuche, neues Magazin hochzufahren, Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Da werde ich sicherlich ein paar Flügelstutzen kriegen, weil einige Rechtsanwälte natürlich der Meinung sind, man darf keine Rechtsbelehrung machen. Ich habe das also in der Schublade, weil wir auch beraten dürfen. Aber egal,
Wir wollen auch keine Rechtslehre machen, wir wollen auch keine Rechtsberatung durchführen, wir wollen einfach nur das Recht der Wahrheit und nicht, dass die Wahrheit dem Bürger mal näher bringen. Wer wechselt, ist der Dumme. Ja, ist so. Wir verweisen halt nur. Wir verweisen, geht bitte mal nach YouTube, geht um in der Zeile ein, Ärger mit Stromanbietern. Und dann wird euch schlecht. Denn wir wollen jetzt durch die Industrie 4.0, die jetzt kommen wird, durch Voice over IP, durch 10.10.2017, Frau Merkel hat es durchgezogen, Telekom hat den Auftrag angenommen, zieht halt gnadenlos durch, wir werden digital. Wir sind aber schon lange, nach der CeBIT 1995, schon lange. Und seit 1999 ist das ja jetzt so langsam in aller Munde und seit über 2000 EU-weit sind wir ja alle mittlerweile bei Facebook, ne? Alle sind bei Facebook, alle machen Herrn Zuckerberg reich, nur wir selbst sind einfach nicht in der Lage, also Deutschland, sowas auf den Weg zu bringen. Na, ich habe auch mit der Telekom, wie gesagt, gesprochen, nicht mit Angestellten, sondern ganz weit oben. Die sagten ja auch, warum sollen wir was ändern, wenn uns das doch schon angeboten wird, ne? YouTube, Facebook, machen wir mit. Ne? Quer ist ja auch da zu finden, BRD ist zu finden, also Bayerischer Rundfunk ist zu finden, Hubert und Stöller ist da zu finden und so weiter und so fort. So, worum geht es? Ja, worum geht es? Ich suche einen Anwalt für die Kundin. Diesen Auftrag habe ich, weil die Kundin da irgendwie überfordert ist. Ich suche einen Anwalt, der gegen einen Stromanbieter vorgeht. Alle Beweise werden dem Anwalt übergeben werden und er kann dann loslegen. Ja, diese Kundin ist arglistig getäuscht worden durch einen Umzug und musste dann einen suchen. Hat sie auch gesucht. Da ist dann irgendwas fehlgelaufen, der Anbieter wollte ihn nicht freigeben. Leute, das ist alles nicht so einfach mit dem Strom. Der Strom ist so eine Art Kartell. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, Strom ist vernetzt. Alle vernetzt. Es sind über 118, glaube ich, die Anbieter. Manche sind ja schon wieder weg. Ja? Die kämpfen ja alle so irgendwie gegen die Wand. So, RWE hat sich auch neu erfunden, ist jetzt was Neues. Ja? So, ich werde keine Namen nennen, ich werde euch nur erklären, jeder von euch in seinem Bundesland kann da schon mal mit seinem Stromanbieter echt Ärger haben. Bitte nicht wechseln, ruhig bleiben, weil wer wechselt, ist abend dran. Noch einmal, YouTube eingeben, Ärger mit Stromanbieter, dann wisst ihr, wovon euer Medienkanzler soeben spricht. Da wir aber dieser jungen Frau alleinerziehend helfen möchten, aus dieser Falle herauszukommen. Wir haben uns das angesehen, wir haben uns die Urteile angesehen, wir haben alle Lügen angesehen. Die junge Frau hatte Ärger, die hatte Pech, weil wir haben Anwaltszwang. Ohne Anwalt geht gar nichts. Also der Anwalt war eine taube Nuss. Ja, war eine taube Nuss, der hat es einfach nicht geschafft. Ist abgehauen, hat gesagt, die Berufung, wenn, ich kann nicht, ich habe zu viel zu tun, Berufung, suchen Sie einen anderen, Sie müssen zahlen, weg war er. So. Natürlich hat die Rechtsschutzversicherung das Ganze hier mal durchgeguckt. Na? Hat die Rechtsschutzversicherung gesagt, Berufung, wichtig, schnell. Leider hat die Rechtsschutzversicherung zu lange gebraucht. Ja, hat ja auch zu tun. Wir müssen ja arbeiten. Ne? Wollen wir hoffen, dass die arbeiten. So, haben die natürlich lange nicht mehr verbraucht. Das allerbeste war, haben wir den Verbraucherschutz versucht anzurufen, aber durch Voice over IP haben wir noch nicht das richtige Telefon gefunden, denn wir müssen ja drücken. Wenn Sie das Problem haben, drücken Sie 1, haben Sie das nächste Problem 2, das nächste Problem 3, das nächste Problem 4. Ja, wenn er nicht drücken kann, ist dumm. Ja, ne, wir haben ja jetzt Voice over IP, wir haben ja ganz neue Dinger hier, die suchen sich selber. Die suchen sich selber von der Telekom, nur piepen tun die nicht. Ne? Also wenn wir auf 1 drücken, kommt nicht an. Also die kriegen kein, ist klar, kommt ja durchs Internet, weil andere haben ja noch alte Anlagen. Ne? Wir haben also noch keine neue Anlage. Ja, also kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen. So, das Allerbeste war, hat man den Verbraucherschutz da in dieser Leitung und dann ging das immer so weiter und so weiter. Dann kamen die auf einmal drauf, wir sollen die 0900 anrufen. 0900, ihr wisst, wie teuer das ist, 4,95 Euro pro Minute, IPIA für den Verbraucherschutz, für den dummen Spruch. Ja, wir rufen jetzt die Anwälte an. Ne? Der Beste war, haben wir gerade einen Anwalt gefunden. Der sagt, tut uns leid, wir übernehmen nur RWE. Toll, da habe ich gesagt, toll, da weiß ich ja schon mal, welchen Gegner wir haben. Das finde ich aber nett, ne? Ja, genial. Ach, deswegen komme ich da drauf. Ich mache eine Satire-Sendung. Ich werde Fälle aufnehmen und die Fälle dann irgendwie bearbeiten. Vorm Lauf der Kamera. Meine lieben Kollegen aus Bayerischen Rundfunk, ihr habt recht, man sollte mit extra drei könnte es mal versuchen, aber es wäre Satire.
müsste ich gucken, ob die Kundin damit einverstanden ist, ihren Fall mal satirisch zu betrachten. Satirisch sieht auch gut aus und satirisch macht es ja auch Spaß, wenn man vom Stromanbieter verarscht wird. das können die. Wenn ihr das Urteil lesen würdet, euch würde es schlecht. Und ich warne euch alle, wechselt nicht, tut es nicht. Und das Beste war die Bundesagentur für Strom. Ne? Ja, Moment, Bundesagentur für Strom. Man sollte ja alle anrufen, steht ja immer. Ne? Wenn ihr so einen Vertrag habt, wenn ihr in einer Richtungsstelle, ne? Fall Stromkunde, volle Abzocke. Ne? Zusammenfassung, Behauptung. Ja, RWE, es geht gegen RWE, weil RWE am 31. haben die guten Tag gesagt und am 1. haben sie sich wieder verabschiedet. Das finde ich auch super toll. Man kriegt jetzt sofort einen Vertrag von denen. Ich finde das super toll, was da alles abgeht. So, wie gesagt, Bundesnetzagentur, ist hier irgendwie hier vorne, ich habe ja tonnenweise da. Also die Bundesnetzagentur, finde ich jetzt nicht so schnell. Also die Bundesnetzagentur sagte, es tut uns recht herzlich leid, wir können da keinen, der Kunde hat selbst entschieden, bei Verivox nachzuschauen, das ist ein gutes Recht, aber da haben wir nichts mit zu tun. Sie können ja dann zur Schlichtungsstelle, haben wir gemacht. Wir haben den ganzen Vorfall aufgelistet. Ein Vertrag richtig, der zweite Vertrag falsch. Dann kommt RWE und behauptet, dass dieser 2 Monate nicht geliefert hätte. Und für diese 2 Monate sollen 1000 Euro bezahlt werden und für die anderen Monate 279 Euro pro Monat. Die junge Dame hat einen Vertrag von 85 Euro gnadenlos bezahlt. Wirklich jeden Monat bezahlt. 3200 Euro angeblich Abschlag, auch bezahlt. Nur jetzt kommen natürlich die Anwaltskosten von 799 Euro, die werden gefändet, ist klar. Die sind ja radikaler bei diesem Stromanbieter. Also helfen wir der jungen Dame da, geben wir ihr halt und helfen, wie wir können. Ist ja Weihnachtszeit. Weihnachtszeit lässt man ja kein verrecken. So, dann schauen wir mal. Dann werden wir natürlich uns das Geld auf irgendeine Art wieder zurückrufen. Wir haben dieses Gerichtsurteil mal durchgelesen, eine Lüge nach der anderen. Also, durch dieses Wechseln von Stromanbietern, durch das Anrufen schon alleine, kann es zu Buchungen kommen. Ja, die haben ja hier dieses Voice-Gerät, dann rufen wir an, nee, Frau, ich würde gerne Strom. Oh ja, Strom, brrr, wer sind Sie? Brrr. Und nie Ja sagen. Da wird nämlich noch eingebaut. Aber egal. Also nie Ja sagen, immer lieber vielleicht, habe ich nicht verstanden, aber nie Ja. Wie gesagt, dann wird er da rumgetippt. Ich meine, das Problem ist ja, manchmal rufen die an, hören Sie mal, sind Sie das? Ja. Schon hängst du drin. Ne? Man denkt ja nicht immer darüber nach, dass man vielleicht oder was weiß ich sagen sollte. Könnte sein. Ne? Deswegen melden wir uns immer mit unserem Firmennamen und niemals so, wie wir sind. Ne? Auch euer Medienkanzler nicht. Ja, die Sache ist halt die, Strom zieht euch aus. Strom wird teuer, nicht nur das. Der TÜV ab 1.10. Quatsch, ab 1.1.2018 haut euch, ja, da werden so viele Autos kaputt gehen oder nicht teurer werden. Da kommt nämlich die Spiegelabgabe da, da wird das Gas gewechselt oder beziehungsweise Abgastest und so. Es wird ziemlich lustig werden. Noch einmal, wir leben in einer wirtschaftlichen Demokratie. Wirtschaft, mehr nicht. Es geht nur um Kohle. Ich weiß, ihr kennt das alles. Das sind aber Rechtsirrtümer. Das sind Rechtsirrtümer. So einfach ist das nicht. Das Geld regiert nicht die Welt. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Das Geld beruhigt, weil die Welt von Abzockern regiert wird. Von mächtigen Abzockern. Unsere Regierung mit weit über 700 Mandaten zockt uns ab, kostet 100 Millionen. Das jeden Monat. Teuer. Ist aber so. Kann ein paar Milliarden kosten in den 4 Jahren. Ja, teuer, teuer, wenn die sich noch die Diäten nehmen. An alle, noch einmal, wir alle haben den Arbeitsplatz dieser Minister erwählt. Wir haben gewählt durch das Kreuz im Kreis. Das ist ein Arbeitsplatz. Dass sie da rumwettern, ist klar, die wollen ihren Arbeitsplatz behalten. Die demonstrieren gegen die AfD, das ist eine demokratische Partei. Sonst hätten wir ja gegen den, der die Partei hat zugelassen, vorgehen müssen. Weil das hätte er ja nicht gedurft. Ne? Parteien muss man ja vortragen,
Da wird der Inhalt geprüft dieser Partei, sonst hätte die Partei ja auch keine Chance gehabt oder die Piraten oder die Linke. Versteht ihr, was ich meine? Derjenige, welche die überprüft, sachlich und so weiter, gibt ihr das okay. Dadurch kriegen die ihre Gelder. Auch Frau Petri, die Blauen, die Schlümpfe. Ja, die Schlumpfpartei. Zum Beispiel die Frau Petri. So, dass sie ausgestiegen ist, das ist ein gutes Kalkül. Das ist eine Kauffrau, die hat ja auch ihre Insolvenz mal eben so geschreddert und so weiter. Mal eben 800.000 da. Das ging ratzfatz. Man muss nur wissen, wie es geht. Ja, in einer wirtschaftlichen Demokratie geht das. Das Problem hier an diesen Deutschen ist halt, dass sie jetzt einfach nicht kapiert, dass wir 16 Bundesländer haben. Aber sonst hätte ja Bayern nicht sagen können, in unserem Bundesland such dir dein eigenes Bundesland und ich bin hier in NRW. Ich weiß, Abitur NRW kann ich in der Wand kloppen und das Studium NRW kann ich auch an der Wand kloppen, denn es hat keinen Wert. Wäre ich mal nach Bayern gegangen, dann hätte ich jetzt ein besseres Abitur und ein besseres Studium. Aber egal. Ich wollte an sich Journalismus nicht mehr machen, weil, kein Bock. Die Presse lügt nicht, das muss man klarstellen, die Presse muss auch arbeiten. Der WAZ zum Beispiel hier, wir haben das WAZ-Gebäude hier, da sind knapp 400 nur noch, die da arbeiten, die haben jeden Tag Angst, den Job noch zu haben. Deswegen muss eine Menge geändert werden, deswegen möchte auch der eine Minister da die ARD so ein bisschen plätten, dass die ARD verschwindet in den Neben, was weiß ich, was er daraus machen will, und dass nur der ZDF dann der Hauptsender wäre und so weiter und so fort. Also, ich meine, keine Ahnung, was die da alle, es ist ein anderes Bundesland, wohlgemerkt, ein anderes Bundesland. Ja? NRW ist ziemlich ruhig, Armin Laschet, von denen siehst du nichts, hörst du nichts. Ich wollte schon Lammert sagen, ihr wisst schon. Unser lieber Herr Christian von der FDP, der lebt ja auch alle, der ist jetzt in Berlin, korrekt. Ja? Hat aber hier geschafft, hat die Bundestagswahl geschafft, NRW-Wahl geschafft, ja? So ist er nochmal, die FDP. Ja, ob wir Kleinst- und Kleinunternehmer noch am Leben sind ab 2018, keine Ahnung. Das Fachsterben und die Fachgeschäfte, wie die nach und nach hier purzeln, 98 um uns herum, sind schon weg. Eines Tages, die Kinder, die wie gesagt ab 1980 geboren, die haben ja jetzt das Sagen. In Österreich ist der Kanzler 31, hat sich gerade mit der FPÖ zusammengetan, das geht richtig zur Sache da. Wir hatten heute braune Kunden da, da habe ich gesagt, hört auf mit Braun, Braun geht nicht, Braun kennt man nicht, weil Braun ist die Haselnuss und nicht wir. So, und warum ich diese satirische Sendung jetzt ankündige, weiß nicht, ich weiß noch nicht, wie ich einsteigen soll, ich weiß nicht, ob ich mir die Mühe machen soll, wie der Bayerische Rundfunk quer die Sendung. Mir gefällt das Magazin, ist unheimlich gemacht, ist auch viel Arbeit, wie gesagt, mal schauen. Unser Eins möchte auch Geld verdienen, unser Eins hat auch richtig Lust, YouTube-Kanal richtig hochzufahren, das Web-TV wieder ein bisschen anzuköcheln. Und wenn ihr Lust und Laune habt, kommt vorbei. Der Stammtisch ist immer noch, zwar nicht mehr Star Wars-mäßig, Star Trek. Ja, Star Trek. Meine Güte, Netflix. Wer Netflix hat, hat sowieso das wahre Fernsehen. Ist halt so, ist gar nicht mal so teuer. Kostet 11 Euro mittlerweile, von 9,90 Euro etwas teurer gemacht worden. HD-Qualität. Wunderbar. Und wer noch mehr Qualität haben will, zahlt 13,99, fast 14. Ich rechne mal hoch. Die ersten 8, mittendrin 10 und dann 14. Na? Wir haben uns für 10 entschieden. HD reicht uns. Na? Macht Spaß. Wir machen jetzt unser eigenes Fernsehen. Wir haben die komplette Serie Sherlock geguckt, die komplette Serie Star Wars, Star Trek, Solo und Uncle. Ach, das laufen so viele Filme. Das macht Spaß. Fernsehen? Wer braucht noch Fernsehen? Netflix. Karte rein, Fernseh schauen, das, was man möchte. Ja, zum Beispiel. Ja. Und dafür noch Gebühren zahlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so ist das halt. Das Gute musst du bezahlen, also wirtschaftliche Demokratie. Wirtschaftliche Demokratie, hier kannst du alles, wenn du Geld hast, kannst du hier Fernsehen gucken, wie du willst, Serien gucken, wie du willst. Du kannst ja auch machen, was du willst. Wenn du genügend Geld hast, kannst du dir sogar einen Anwalt kaufen, da kannst du lügen und betrügen, weil die Richter unterschreiben ja sowieso nicht, das weißt du ja, die sind überfordert. Und wenn du ein ganz Böser bist und noch mehr Geld hast als Böser, dann überforderst du den Richter so lange, dass er 10 Jahre braucht und sagst, 10 Jahre sind rum, tschüss, und jetzt kriege ich noch Kohle von dir. Ja, so funktioniert es. Nur die Kleinen, so wie dieser Fall jetzt hier mit dem Strom, da sollte man doch mal langsam sagen, stopp mal. Lieber Richter, unterschreib deinen Quatsch, sonst steigen wir dir mal auf dein Scheinurteil aufs Dach zum Beispiel. Wir haben kaum Staatsanwälte, die sind nämlich auch wegrationalisiert. Wie gesagt, Richter sind wegrationalisiert, Polizei ist wegrationalisiert.
Gerichtsvollzieher sind seit 2012 keine Beamten mehr, sondern auch wegrationalisiert, nämlich privatisiert. So, wenn irgendwann mal der Richter privatisiert wird oder die Staatsanwalt privatisiert wird, meine lieben Freunde, was wäre denn dann los? Hallo, hallo, jeder muss um sein Geld kämpfen. Bei den Stromfirmen ist es ja mittlerweile so. Denn auch der da kommt und deinen Strom abstellt, ist auch privatisiert. Und der vom WDR kam, wegen der Gebühreneinzugszentrale da, war auch privatisiert. Das waren private Leute, die natürlich, umso mehr sie da abdrehen, umso mehr sie da im Dunkeln sitzen lassen, wegen dem Fernsehen damals, ja, das waren Selbstständige. Die haben Schotter dafür bekommen. Schotter. Darum geht es Gerichtsvollzieher auch. Deswegen sind die ja so gnadenlos. Schotter, Schotter. Wir wollen die nicht. So. Wie gesagt, es war an sich eine Ankündigung für die satirische Sendung. Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Ich werde kaum Herrn Gysi als Anwalt oder Herrn Rüttgers da als Anwalt bekommen, weil Rüdigers, der ist in London und Gysi ist in Berlin. Ich glaube nicht, dass die Lust hätten, jetzt hier irgendwie vor laufender Kamera mitzumachen. Wie gesagt, wir haben die Genehmigung für diesen einen Fall hier, für diesen einen Fall. Und deswegen, wir wissen aber noch nicht, ob wir daraus eine Sendung machen. Das haben wir auch da reingeschrieben. Und wir versuchen das jetzt für einen Richter, beziehungsweise für einen Anwalt, der das dann bei einem Richter vorlegen soll, diesen Betrug an dieser jungen Frau, alleinerziehende Mutter, wollen wir helfen, weil so kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein Mensch nur noch für irgendwelche Vermieter arbeiten geht, für irgendwelche Stromanbieter arbeiten geht, weil auch Vermieter mittlerweile die Leute abzocken bis zum geht nicht mehr. Herr Gysi hat einen guten Ansatz. Herr Gysi meinte, wir sollten also im Grundgesetz bekommen, dass jeder ein Recht auf eine Wohnung hat, somit nicht kündbar. Ich frage jetzt mal eben, wo ist eigentlich die Untergrenze? Ja? Die Untergrenze, dass keiner mehr arbeitslos, die Untergrenze, damit keiner mehr obdachlos werden kann. Ja, wo ist denn die? Wo ist denn die? Wo ist die Untergrenze, damit man nicht obdachlos wird? Ja, Obergrenze, Obergrenze. Ey Leute, hört auf, ey. Meine lieben Lemminge in Deutschland, die alles glauben, was der Mainstream euch sagt. Ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen bei Facebook. Das muss echt sein. Ich habe das gelesen bei Wikipedia. Das muss, ey Leute, weder Wikipedia, weder Facebook ist im Ansatz, glaubt es mir, im Ansatz echt. Kauft euch Bücher und lest. Und lasst euer Gehirn mal arbeiten. Wie gesagt, das wird eine satirische Sendung. Wahrheit, nichts als Wahrheit. Und einfach wird die Sendung nicht. Ich versuche das Beste als Bestes zu machen. Ansonsten, wie gesagt, übergebe ich das Akte 2017. Geantwortet haben die noch nicht. Sie haben sich bedankt, dass wir das Vertrauen Akte 2017 übergeben haben, weil es eine Fremdproduktion ist. Quer hat sich auch bedankt, weil wir versucht haben, da mal eben Kontakte zu knüpfen. Aber wie gesagt, bayerisches Land, NRW und alle 16 Bundesländer. In jedem Bundesland muss man anklopfen. In jedem Bundesland muss man fragen. Meine lieben Freunde, ein Deutschland haben wir nicht. Wir hatten eine BRD und wir hatten eine DDR. Und nach 89, meine lieben Freunde, nach dem sogenannten 2:4-Vertrag ist alles ein bisschen neben der Spur. Aber egal. Wir haben, glaube ich, nach Korea das größte Parlament mit, also Korea ist noch größer, also Korea ist ganz groß im Parlament, das sind, keine Ahnung, das sind ganz, ganz viele. Da müsst ihr einfach nachlesen. Google bildet und YouTube zeigt euch, wo es lang geht. Ja, wie gesagt, Stromärger bei YouTube eingeben und ihr werdet sehen, was passiert. Deswegen dringlichst die Warnung, meine lieben Freunde, bitte nicht einfach wechseln. Ihr habt sonst Ärger. Wie diese junge Frau. Ihr merkt schon, das sind endlich Seiten und dann wird noch mehr an. Ihr glaubt gar nicht, das ist mindestens so hoch. Die junge Frau hat mich gerade verdonnert und hat gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Bitte alles minutiös aufschreiben. Minutiös aufschreiben, von mir aus mit dem Griffel, weil die hat keinen Computer. Und ich werde mich dann hinsetzen und das Ganze nochmal abtippen und schön machen. Ja, denn eine so eine Sache habe ich schon gemacht. Deswegen bin ich auch gerade im Redefluss. Wie gesagt, ein Anbieter war überhaupt gar kein Kunde, ja, hat er auch zugegeben, haben wir schriftlich. Aber bei Gericht war irgendeine Frau aufgekreuzt da von diesem Stromanbieter und hat gesagt, die war Kunde. Und die haben sich eine Story ausgedacht. Da ist eine Story in diesen, die junge Frau tut mir so leid, dass sie so einen Anwalt hatte. Ja, aber dafür gibt es Bücher.
Anwälte und Mandanten. Auch beim ARD mal erschienen vor langer Zeit. Es gab ja auch mal Fass ohne Boden. Ja, ich kann euch auch gerne an den Rechtsverband unten einblenden. Dann könnt ihr euch mal die Rechtsirrtümer, wenn ihr Interesse habt, die Rechtsirrtümer hier bei YouTube anschauen. Dann werdet ihr vielleicht auch ein bisschen wach. Ich möchte euch ein bisschen mit der satirischen Sendung Wahrheit, nichts als die Wahrheit, möchte ich euch ein bisschen wachrütteln. Ich möchte sagen, ey Leute, lasst euch nicht, tut es euch nicht an. Vor allen Dingen, okay, noch einmal, Hartz IV gibt es nicht. SGB-II-Kunde ist der richtige Wortlaut. Vielleicht schaffen wir mal, dass diese Leute, dass wir aufhören zu diskriminieren. Hass gibt es auch nicht. Das ist kein Hass bei Facebook. Das ist Unsicherheit. Totale Unsicherheit, was da abgefeuert wird. Aber egal. Einige sind voller Frust. Einige sind depressiv. Verstehe ich. Wenn man so abgezockt wird in einer wirtschaftlichen Demokratie, wo einem diktiert wird, dass man Anwalt haben muss, Anwaltszwang im Zivilprozess. Die Anwälte arbeiten einfach nicht. Die werden ja bezahlt. Ja? Und nur ein paar Sekunden. Hallo, wie geht's Ihnen? 10 Euro los? Mir geht's schlecht. 20 Euro los. Ja? Wir haben da gestern so ein Portal, da hätte man das jetzt hier alles eingeben können. Da stand da unten kleingedruckt. Nach Prüfung schicken wir Ihnen eine Rechnung zwischen 10 und 190 Euro. Meine lieben Freunde, wenn ich jetzt diesen Fall einem Portal übergebe, den die gar nicht kennen, und dann kriege ich eine Rechnung von 10, den würde ich ja noch lächeln, aber glaube ich nicht, von 190 Euro für nicht so billig. Es tut uns leid, wir können Ihnen nicht helfen, weil wir den Prozessgegner als Kunde haben. Das sieht aber alt aus. Und die Antwort für 190 Euro, da wird mir aber schlecht. Aber quer finde ich gut. Quer finde ich gut. Sat.1 finde ich gut. Extra 3 finde ich spitze. Und deswegen gibt es die Sendung. Wahrheit, nichts als Wahrheit. Als satirische Sendung. Ich zeige euch die Wahrheit. Wirklich, ich zeige es euch. Die ist so hart. Und ich fange mit den Stromanbietern an. Bitte nicht wechseln. Guckt nach, wie ihr das mit eurem Stromanbieter handelt. Der kommt euch entgegen. Der will euch ja gar nicht vor. Der will ja gar nicht. Nur wenn ihr einen schlechten habt, der will. Ist klar. Versucht das Bestmögliche mit dem zu machen. Und versucht auch, wie gesagt, nachzuweisen, dass ihr gar nicht so viel Strom verbraucht habt. Kein Mensch muss 325 Euro im Monat Strom bezahlen, wenn er keine Firma ist. Ist halt so. So, um das mal gesagt zu haben. Also, die Sendung kommt. Satire. Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Nicht, natürlich nicht in der Star Wars Kulisse. Noch einmal. In der Star Wars Kulisse kommt sie nicht. Aber wir fahren. Ne? Wir nehmen die jetzt nochmal, weil die wird abgebaut, die wird verkauft. Zu Weihnachten. Ich habe gerade noch den Yoda verkauft. Weil ich habe eine Kundin, die mag den Yoda und die kauft alles, was mit dem Yoda zu tun hat. Ich habe mich sogar gewundert, dass sie den entdeckt hat, denn der Yoda war so klein, ne, so klein war der. Den hat sie da hinten entdeckt, die kam von draußen, hat kurz geparkt. Da ist der Yoda. Sag ich, welcher Yoda? Auf der Yoda. Ja, dann hat sie den für 3,95 mitgenommen. Fand ich toll, Schlüsselanhänger. Genial. Schön kleinen Yoda, sah gut aus. So, dann jetzt müssen wir für die anderen Kunden, ja, wir haben den Auftrag angenommen. Ja, wir werden da solche Bilder, Sachen machen, wir werden da eine E-Bock-Sache machen, eine wunderschöne E-Bock-Extra-Bestellung werden wir fertig machen, weil er mag sowas, der Kunde. Und wir werden auch ein Bild irgendwie mit den E-Bocks machen. Die anderen Bilder bleiben hängen, bis die, versprochen, bis ihr die abholt. Ich möchte mich wirklich auch hier mal bedanken, die hier schon waren, mit denen ich philosophieren durfte über Star Wars, die wirklich Star Wars begeistert sind, die wirklich Hot Toys und die andere Zeitshow haben und damit glücklich sind und richtig schön Spaß haben. Ja? 1:4 klappt nicht, hat man nicht das Geld für. 1:6 geht gerade noch, schrammt so manche 100 Dollars, ne? Und schrammt so manche 100 Euros. 1:4 schrammt ein paar 1000 Euros. Ich hätte auch gerade einen Kunden gehabt, der für, was war das? 2.500 Euro den Boba Fett gekauft hat, wo man die Rakete wirklich abschießen kann. Ja? Es gibt Boba Fett mit Rakete, dann drückt man drauf und schießt das Ding ab. Das ist auch ein Sondermodell gewesen. 2.500 Euro ist schon Hammer. So, die andere Figur, wie gesagt, war bei Amazon 355,95. Wir haben es abgegeben für 69,95. Und die andere Figur haben wir auch günstig abgegeben für 139. Porter haben wir noch draufgelegt. Und somit
haben wir es eingeläutet, den Ausverkauf, den Star Wars Ausverkauf. Und deswegen gibt es auch eine neue Sendung, Wahrheit, nichts als die Wahrheit, aber satirisch. Wir versuchen euch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, viele von euch sind gefrustet, viele haben Depressionen, weil es ist hart. Wir haben hier über 6000 Fälle, das machen aber dann die Kollegen, die dafür zuständig sind, die das, also weil es ja die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist, übernehmen. Hier ist eine Sendung kann ich als Medienkanzler übernehmen. In dieser Sendung kann ich Spaß verbreiten, jedenfalls versuchen. Und wer einfach mal hinhört, wenn Herr Welke in seiner ZDF-Hörte-Show spricht, einfach mal hinhören, nicht einfach applaudieren. Ja? Ich habe auch einmal mit Herrn Herrn Pispers, den Herrn mit dem dicken Bart, gefragt, du kriegst 6.800 Euro für den Bühnenshow. Warum lachen die Leute und warum gehen die Leute nicht auf die Straße? Ja, weil Lemminge sind. Ich meine, der Dieter Nuhr zum Beispiel. Dieter Nuhr hat schon gesagt, dass er alte Leute gar nicht mehr haben will. Das war natürlich satirisch in seiner Sendung. Ne? Weil es könnte ja sein, dass die umfallen und dann die Sendung stören würden. Ne? Man nimmt halt nur die jungen Leute. Also der Aspekt der Jugend ab 89, also sagen wir ab 1980 geboren, die jetzt das Sagen haben, ne? Wie der FDP, da hat mich auch einer gefragt, Herr Lindner. Ja, sag ich, die neue FDP gehört Herrn Christian Lindner. Der Herr Christian Lindner ist die FDP. Der hat sich neu erfunden. Die anderen sind nicht mehr da. Ja, ja, da müssen die Leute erstmal verstehen. Ja, ich habe ja auch einige Schauspieler hier gehabt, die Rollen nicht mehr spielen. Und sag ich, warum wollt ihr die Rollen nicht mehr spielen? Denn die Leute glauben das. Die glauben, ich bin Dieb. Nee, sag ich, du bist Schauspieler. Ja, das Problem ist, du bist an sich Musiker. Bis jetzt Schauspieler bei Filmpool und Komparsen. Ja? So. Bei Filmpoolen und Komparsen kann ja jeder eine müde Mark zu verdienen. Ich hatte gestern noch eine andere Schauspielerin da, die war stinkesauer. Die sollte eine, was sollte sie spielen? Eine hässliche. Mann, weil ich sage, hör mal, du bist Schauspieler, du sollst eine hässliche spielen, du bist nicht hässlich. Ja, aber ist klar, wenn man aussieht, wie man aussieht und daneben steht eine super Blondine, einfach nur wow, ist klar. Dann kommt man irgendwie ins Grübeln. Warum soll ich die Rolle spielen, warum spiele ich nicht die Rolle Hübschen, aber ich meine, eine hübsche Blondine kann wohl schlecht eine hässliche spielen, da hätten wir so viel Make-up reindrücken müssen, dass die hässlich wird. Also ne, Effizienz, Privatisierung, immer schön die Effizienz, ja, schön privatisieren, Strom privatisieren, Telefon privatisieren, Wohnungen privatisieren, den Staat privatisieren, ja. Sollen wir den Staat privatisieren? Ich sag euch Leute, weil es da abgeht, 704 Minister, das kostet 100 Millionen im Monat. Das wird teuer. Das wird teuer. Ach ja, Herr Schäuble, ne? Mit seinem AOK-Shopper, ist jetzt der Herr im Haus. Ja, da fliegen doch die Motten raus. Der eine hat nur eine Stimme gekriegt, er hat 703 Stimmen gekriegt, ist schon heavy. Also alle waren eindeutig für den AOK-Shopper, der da jetzt Gas geben wird. Liebe, hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Ich will nur das sagen, wir sind spitz im Wort, Satire, Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Wir werden Herrn Schäuble niemals diskriminieren. Ja, wir haben Respekt, wir sind respektvoll erzogen worden, wir kommen aus den Schallmai-Jahren 1948. Ja, 1948, da war die Wende. Ja, meiner einer war das Baby bei E605 Stahlnetz in den kleinen weißen Schiebewagen. Und der weiße Mantel da mit der Perücke, das war meine Mutter. Und die Kinder drumherum waren meine Geschwister. Das einfach mal am Rande, so ist es. Die Schalmei ruft, weil wir haben Feierabend, wir haben Drehschluss und hoffe, dass die satirische Sendung Wahrheit, nichts als die Wahrheit, gut wird und euer Medienkanzler auch weiterhin bei YouTube im Kanal sein wird. Mal schauen, was ich mir so ausdenke. Macht's gut!